Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Fallout 4 DLC Nuka World. Ich habe ohne euch ein bisschen was weitergespielt, denn ich habe ein paar Medaillons gesucht und auch gefunden. Wir haben ja hier diese Aufgabe, wie heißt das, wertvolle Medaillen, und dort sollten wir einige Medaillen sammeln. Und die habe ich jetzt alle gesammelt, bis auf die hier in Matt Mulligans Minenwagenfahrgeschäft. Da habe ich gedacht, das nehme ich nicht auf, das ist zu langweilig, die alle einzeln zu suchen. Waren auch alle sehr leicht zu finden. Das hier ist die letzte Medaille, die mir fehlt, und da möchte ich aber euch gerne teilhaben lassen. Denn vielleicht passiert dir jetzt irgendwas Tolles. Hol dir eine Belohnung bei Nera ab. Okay, dann wollen wir das auf jeden Fall mal machen. Nera steht ja, glaube ich, auch in Nuka Town, USA, wo wir dann auch noch die andere Hauptquest abgeben müssen. Wo ich auch zu einer Entscheidung gekommen bin, glaube ich. Ich habe ja letzte Episode gesagt, dass ich mich auf keinen Fall mit den Raidern verbünden möchte. Was eigentlich auch immer noch der Fall ist. Aber ich habe mal drüber nachgedacht, genau. Und im Prinzip endet dieses Let's Play dann ja hier für mich und auch meine Fallout Erfahrung wird dann enden. Damit ist Nera nicht auch irgendwo hier? Hä? Nera wird mir gar nicht angezeigt auf der Karte. Die war doch auch irgendwo in Nuka Town, USA, oder? Das hier sind ja die Hobologen. Stand die nicht irgendwo am Markt rum? Egal, ich porte einfach mal dahin. Ja. Mein Gedankengang war, es ist ja im Prinzip jetzt egal, was ich mache, denn das Let's Play neigt sich dem Ende zu. Ich werde danach nicht weiterspielen. Es kommt auch kein DLC mehr. Der Mod-Support ist auch abgesagt worden für die PlayStation, habt ihr mir zumindest gesagt. Sprich, es wird danach kein Fallout 4 mehr geben bei mir, nach diesem DLC. Und es ist jetzt eigentlich auch egal, ob ich mich mit den Minutemen anfeinde oder nicht. Und ich habe nämlich mal nachgeschaut, die ganzen Erfolge, die noch offen sind für diese für dieses DLC, die Erfolge, die ich noch kriegen kann, die sind eigentlich alle darauf ausgelegt, dass man sich mit den Raidern verbündet. Ich soll nämlich zum Beispiel Quests machen für die Raider, was ich bisher mich ja immer geweigert habe. Oder ich soll acht Siedlungen, glaube ich, einnehmen in Commonwealth, 8 Raider-Siedlungen. Und das geht natürlich nur, wenn ich mich auch mit den Raidern verbünde und nicht, wenn ich sie töte. Das heißt, mein Gedankengang war jetzt, dass ich das vielleicht mal kurz durchspiele, indem ich die Raider töte, dann wieder einen Spielstand lade, so wie ich es damals gemacht habe, und dann auf Raider-Seiten das Spiel zu Ende spiele, dann noch ein paar Siedlungen gründe, vielleicht sogar mit euch. Das muss ich dann noch entscheiden, ob ich das im Let's Play aufnehme oder nur für mich mache. Es gibt auch noch ein paar Sachen in Far Harbor, da muss ich noch Inselalmanache suchen, ein paar. Da weiß ich nicht, ob ich euch mitnehme, das ist relativ langweilig. Ich könnte aber dann zum Ende des DLCs nochmal was dranhängen. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das haben wollt. Denn ich habe von den Contraption Workshops habe ich noch nicht eine Errungenschaft. Das sind auch, glaube ich, nur 3. Man soll zum Beispiel 100.000 Munition herstellen oder irgendwie sowas. Oder 100 von irgendwas bauen oder sowas, das habe ich noch nicht gemacht, und so Kleinigkeiten, weil ich da halt nie wirklich gebaut habe, jemanden an den Pranger stellen, so ein Kram. Diese Errungenschaften würde ich dann eventuell mit euch machen, falls ihr das wollt, und das würde auch nochmal zur Folge haben, dass wir ein bisschen was bauen würden. Mit dem Laden gemacht hast, Boss. Den Banden scheinen ihre neuen kleinen Königreiche zu gefallen. Das letzte Mal waren die Banden so wild, als mal wieder jemand was in die Brunnen getan hat. Hab mich noch gar nicht vorgestellt, ich bin Shank. Und wenn du und Nuka Worlds Lieblingszyklop hier stehen, tja, vermutlich erwartet er, du könntest die Dinge hier endlich in Bewegung setzen. Wie lange musste er dir zureden, dass es Zeit ist, ins Commonwealth zu ziehen? Hey, hier soll niemand überzeugt werden. Es geht nur um ein freundliches Gespräch unter Gleichgesinnten. Ich sag jetzt erstmal, dass es nach einer guten Idee klingt. Klang nach einer guten Idee. Weil sie es ist. Den Banden eigene Gebiete im Park zu geben, hat ihr einiges an Vertrauen gebracht. Aber ihnen eigene Reiche aus den Siedlungen im Commonwealth zu geben? Naja, ich wüsste keinen besseren Weg, deine Stellung hier zu sichern. Und wir verdienen dabei auch noch was. Wenn dich das interessiert, ja, sag nur ein Wort. Dann geht der Spaß los. Ich wollte dich zu deiner Rolle bei der Sache befragen. Ich bin ganz Ohr. Ja, ich hab dich ja gefragt. Für welche Bande arbeitest du? Ich arbeite für keine Bande. Gage hat mich geholt, damit ich für den Overboss arbeite.
Ich sollte Coulter bei seinem grandiosen Plan beraten, dem Commonwealth den Hintern zu versohlen. Und trotz Coulters Meinungsumschwung habe ich weiter die Ohren offen gehalten für den Fall, dass der Tag doch nochmal kommt. Ich hoffe, dass es heute endlich soweit ist. Was springt für dich dabei raus, wenn du mir hilfst? Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin nicht gierig. Aber Leute mit meinen Talenten sind nicht alltäglich. Ich will nur den Lebensstandard halten, den ich gewohnt bin. Und ein Stück des Commonwealth-Kuchens haben, in den jeder hier schon lange voller Gier hineinbeißen will. Was genau machst du? Ich erkläre dir alles, was du wissen musst, damit wir uns auf der anderen Seite des Gebirges etablieren können. Gebiete beanspruchen, Jobs durchziehen, für Loyalität sorgen. Gage und Coulter haben mich beauftragt, die Aktivitäten dort zu überwachen. Ich versorge dich also mit Informationen darüber, an welchen Orten wir zuschlagen können und an welchen nicht. Bei mir findest du alles, um das Commonwealth gehörig aufzumischen. Okay, er ist also derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass wir nachher... Bereit loszulegen? Okay, dann mal los. Das ist Musik in meinen Ohren. Schenk, mein's ernst. Das wird auf jeden Fall lustig. Damit wir uns im Commonwealth etablieren können, braucht's drei Dinge. Ein Gebiet, Vorräte und Loyalität. Fangen wir vorne an. Gebiet. Wir müssen eine Siedlung besetzen, von der aus unsere Bande arbeiten kann. Einen Außenposten. Und es gibt zwei Wege, neues Gebiet zu besetzen. Du kannst selbst hin und die Ortsansässigen überzeugen, abzuhauen. Oder ich stelle eine Crew zusammen, die sie platt macht. Deine Wahl. Also Zeit für deine erste große Entscheidung. Willst du sie zum Gehen überreden oder sie ausradieren? Ich glaub, du weißt, was ich lieber täte, Boss. Ja, er will sie auf jeden Fall töten. Ich sag mal auslöschen. Eine Crew zusammen. Die Siedler sind so gut wie tot. Der Klassiker funktioniert immer. Wenn du und die Crew das Gebiet geräumt haben, können die glücklichen Jungs und Mädchen einziehen und von dort aus operieren. Natürlich ist jeder für eine Bande eroberte Außenposten etwas, das die anderen Banden nicht haben. Und keinem gefällt der Gedanke, dass ein Rivale einen Vorsprung erhält. Denk daran, wenn du Gebiete verteilst. Also, welche Bande soll dich beim Job begleiten? Ach, die begleiten mich. Ich dachte, die machen das alleine. Die Jünger. Ja? Dann nimm besser eine Abdeckplane mit. Ah, die Mädels freuen sich bestimmt mal wieder blutige Hände zu kriegen. Natürlich, für eine gute Sache. Ach scheiße, die Sache ist egal. Dann musst du nur noch ein Ziel wählen. Also, für einen neuen Außenposten solltest du einen Ort mit vielen Siedlungen in der Nähe wählen, die unsere Leute später versorgen können. Das Taffington Bootshaus, das Gutshaus Croup, die Baumschule Greentop und das Lock haben jede Menge Farmen in der Nähe, soweit ich weiß. Aber ich muss nochmal in meine Notizen schauen, um sicherzugehen, dass das noch lohnende Ziele sind. Wir werden nicht jeden Job bei jeder Siedlung durchziehen können. Also, bist du bereit, den Ort für den ersten Außenposten von Nuka World zu wählen? Ich möchte eigentlich jetzt mich noch nicht... ich wollte doch erstmal den guten Weg wählen. Bin bereit. Gut. Also, wo soll das Ganze steigen? Oh, ich krieg noch nicht mal die Karte angezeigt, dann kann ich das ja gar nicht so richtig auswählen. Ich kenne die ganzen Dinger doch gar nicht so. Taffington Bootshaus, keine Ahnung, was das ist. Kingsport Leuchtturm? Gutshaus Croup, das sagt mir nichts. Die Red Rocket Raststätte ist ja direkt bei Dings. Sanctuary. Landhaus an der Küste. Ich nehme mal hier County Crossing, oder? Ach, ich weiß es nicht. Oder die Finch Farm? Starlight Drive-In, da habe ich was aufgebaut, das weiß ich. Ich nehme mal das Gutshaus Croup. Keine Ahnung, was das ist. Mal sehen. Moment, bin mir ziemlich sicher, dass der Laden dir gehört, Boss. Willst du da wirklich zuschlagen? Du musst dir alle Siedlungen zurückholen, die du während deines Jobs ins Visier nimmst. Ist das denn wichtig? Nur wenn du da weiter die Kontrolle behalten willst. Wenn du eine Siedlung für einen Job auswählst, ist damit jede Beziehung hinüber, die du mit den Leuten da hattest. Du solltest dir gut überlegen, ob du die Kontrolle über den Ort wirklich aufgeben willst. Also ist das weiter das Ziel? Naja, ich habe, glaube ich, alle Orte aufgegeben. Mir gehören alle Orte.
Das ist das Ziel. Ich wollte nur sicher gehen. Also, diese Jobs sind eigentlich ganz einfach. Reingehen und alles töten. Da erwartet dich eine Crew. Hilf dir, mit eventuellen Schwierigkeiten fertig zu werden. Du kannst keinen direkten Weg dahin nehmen, das würde dich nämlich unter die Erde bringen. Triff unsere Leute also vor der Stadt. Wenn du dir einen Vorteil verschaffen willst, red vielleicht mal mit den Anführern der Banden. Die haben bestimmt noch das eine oder andere Ass im Ärmel. Die Crew. Ach, ich brauch kein Ass. Nur Standardausrüstung. Wenn du den Typen was anderes verpassen willst, solltest du das mitbringen. Zeig den Siedlern, wer hier das Sagen hat. Okay, die wollen hier direkt aufs Ganze gehen. Die wollen direkt was auslöschen. Das gefällt mir ja gar nicht. Ich wollte ja eigentlich erstmal hier... Sause mit der Mause, ja. Ich wollte ja eigentlich hier erstmal die Medaillen abholen und dann vor allen Dingen auch den guten Weg wählen. Ich muss dann wahrscheinlich Jagdsaison nehmen als nächstes. Aber erstmal werde ich mit Nira sprechen. Irgendwann wird's besser. Wo war denn Nira nochmal? Nira lief doch hier rum. Das war doch diese laufende Flasche, oder? Boss, da ist jemand in der Feuerprobe. Sprich mit Fridge. Er sagt dir, was zu tun ist. Hä? Okay. Kampf ohne Moral. Jemand in der Feuerprobe. Das klingt aber auch wieder nach was Wiederholbarem. Ach, Nira, wo bist du denn? Nira lief doch irgendwo hier rum, oder? Nira war doch hier in Nuka Town, USA, oder vertue ich mich komplett? Ich hoffe, die hat sich nicht schlafen gelegt oder sowas. Dann suche ich noch lange. Ach, die labern immer einen Stuss hier. Ich würde sie am liebsten alle töten. Also mein Plan ist eigentlich erstmal den guten Weg gehen. Schnell alles töten. Und dann nehme ich den bösen Weg. Ja, ich denke, wenn ich jetzt die Farm einnehme, bin ich schon so weit, dass ich mich mit den Minutemen verfeinde. Und dann habe ich schon den Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr zurück kann. Ich finde sie einfach nicht. Nira ist nicht da. Da ist sie. Hallo. Wenn Sie Fragen zu Nuka World haben, werde ich sie mit Freude beantworten. Und nicht vergessen, für einen kompletten Satz Parkmedaillons erhalten Sie von mir eine besondere Belohnung. Erzähl mir mehr über diese Parkmedaillons. Ich habe doch alle Parkmedaillons. Ich habe einen kompletten Satz Parkmedaillons. Wirklich? Das ist ja nur katastisch. Hier ist Ihre besondere Belohnung. Jetzt bin ich mal gespannt. Was möchten Sie sonst noch wissen? Was habe ich denn jetzt bekommen? Erstmal keine Fragen. In dem Fall, danke für Fehler. System-Fehlfunktion. Du bist noch da? Scheiße, jetzt verschwinde hier, du elender, dummschnüffelnder Müllwühler. System wiederhergestellt. Einen schönen Tag noch. Also hier wurde ja nur alles entfernt, oder sehe ich das falsch? Ja, entfernt, entfernt, entfernt. Was habe ich denn bekommen? Das ist ja das. Nuka-Cola Dark hinzugefügt. Im Ernst? Nuka-Cola Grape hinzugefügt? Nuka-Cola Phantom hinzugefügt? Ich habe wahrscheinlich von jedem Geschmack jetzt eine Nuka-Cola hinzugefügt bekommen. Nee, noch nicht mal. Drei, wow. Das hat sich ja voll gelohnt, das zu sammeln. Hat ja irgendwie nur eine halbe Stunde gedauert oder so. Naja, egal. So, ich werde jetzt mal hier, sprich mit Fridge... Ja, ich weiß nicht, ist Kampf ohne Moral? Es klingt nach wiederholbarem Quatsch. Ich werde mal... Jagdsaison anmachen. Und werde dem jetzt nachgehen. Werde einmal einen Speicherpunkt anlegen. So, und diesen Speicherpunkt, zu dem werde ich dann zurückkehren, wenn ich mich dazu entschließe, doch nicht alles zu töten, beziehungsweise ich werde viel töten, aber
nicht die Raider. Leider. Jetzt ist das weit weg. Ja, die sind ja eigentlich alle hier. Dann gehe ich zuerst den hier töten. Mason. Muss ich den einfach nur töten oder hauen die irgendwie ab? Weil wenn ja, dann hätte ich das ja direkt am Anfang machen können. Das wäre eigentlich ziemlich easy gewesen. Hätte ich mir den ganzen Quatsch hier ersparen können. Ganz Nuka World zu befreien. Das wäre ein kurzes DLC gewesen. Nee, die Sache ist ja die, ich glaube, wenn ich die wirklich alle töte, dann ist einfach die Quest vorbei. Man kann den Park Strom anmachen und Ende. So ungefähr. So, wollen wir mal schauen. Okay, alle schießen auf mich. Aufpassen, dass ich jetzt hier nicht drauf gehe. Einmal absahen ist fehlgeschlagen. Inventar. So, ich werde jetzt hier Hilfsmittel nehmen müssen. Ja, da wird jetzt... Oh. Da wird jetzt einiges fehlschlagen an Aufgaben. Porter Gage ist jetzt auch nicht mehr mein Freund. Oh, ich muss hier dringend was essen. Ah, Hilfe. Alter, ich sterbe hier. Das wird mir hier aber auch nicht richtig angezeigt unten. Wie meine HP jetzt wirklich wiederhergestellt werden. Wahrscheinlich wird jetzt ganz verkacktes Nuka World auf mich losgehen. Vermute ich mal. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie so... Ich dachte, das wäre eine richtige Quest. Jetzt irgendwie einfach alles zu töten. Finde ich auch blöd. Also der Quatsch ist jetzt fehlgeschlagen hier. Ich ziehe mir mal eine Quantum rein. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier rausgehe auf den Marktplatz... Wird mich alles angreifen. Und ich weiß es nicht. Also das finde ich irgendwie ein bisschen blöd gelöst, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt irgendwie besser gefunden, wenn ich den Anführer töte, wenn sich die Gangster irgendwie zurückziehen. Oder dass sie mich einfach den Angreifer töten lassen im 1 gegen 1. Beziehungsweise vielleicht der irgendwie unbesiegbar ist und flieht. Und ich dann noch so eine kleine Quest habe, wo ich ihn in irgendeiner Höhle oder sowas stellen muss. Und dann da töte oder nochmal ein Gespräch mit ihm führe. Aber jetzt hier einfach die ganze Stadt auszulöschen und alles geht auf mich los... Das macht irgendwie keinen Spaß. Dafür ist Fallout nicht ausgelegt. Fallout ist kein Shooter. Also, ich spiele das Spiel nicht, weil es mir Spaß macht, zu killen. Also, nicht des Schießens wegen. Das würde jetzt ausarten. Deswegen glaube ich, wenn das jetzt wirklich so ist, dass jetzt hier alles auf mich losgeht, werde ich das jetzt hier abbrechen, weil ich auch einfach glaube, dass es danach nicht mehr groß weitergeht. Ich habe dann die Gegner getötet und dann heißt es wahrscheinlich, stelle den Strom wieder her, du bist jetzt der... Ja, alles greift mich an. Es wird wahrscheinlich dann heißen, du bist jetzt der König hier und die Händler kommen dann wahrscheinlich zu einem. Hier, verfolge und töte Mason, der Rest ist jetzt fehlgeschlagen. Den Kampf kann ich trotzdem noch machen. Aber da wird wahrscheinlich dann einfach nur gesagt werden, danke, wir sind die Händler und du hast uns befreit. Ja. Vielen Dank. Das wird es wahrscheinlich dann gewesen sein. Das war die Quest. Falls es doch anders ist, dann könnt ihr es mir gerne schreiben.
Aber so macht mir das keinen Spaß. Deswegen werde ich jetzt den Spielstand laden, den ich eben angelegt habe. Und werde dort weitermachen und dann sparen wir uns das Ganze doch mit den Raidern hier. Dann werden wir doch von vornherein den bösen Weg gehen und uns mit den Minutemen anlegen. So schnell habe ich doch wieder alles verworfen. Wie gesagt, warte mal, nee, das wollte ich nicht. So, das ist jetzt wieder der richtige Spielstand. Wir haben mit Nira gesprochen. Und ja, so schnell habe ich wieder alles über den Haufen geworfen. Jetzt gibt es doch keinen guten Lösungsweg mehr bei mir. Kann ich nicht irgendwie die Quest abbrechen oder so? Das fände ich voll gut, wenn man sowas machen könnte, weil... Wartet mal, ich entscheide mich für eine Mannschaft. Moment. Und zwar, wenn ich schon Raider mache, dann mache ich den kranken Scheiß. Dann schließe ich mich den Jüngern an. Das sind ja, glaube ich, die kranksten von allen, die alles abmetzeln. Jetzt habe ich hier noch Sprich mit Dixie und Sprich mit Mason. Hol die Beute deiner Bande aus der Galactic Zone. Ja, stimmt. Die Beute und die Reparatur des Zentralrechners muss ich auch noch machen. Cranchester Mystery Anwesen untersuchen. Oh, es gibt ja noch jede Menge Zeug zu tun, sehe ich gerade. Reparatur des Zentralrechners. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Keine Ahnung, wie ich die Sachen finden soll dafür. Da muss ich jetzt nochmal... könnt ihr mir das vielleicht sagen? Ich weiß es gerade nicht. Triff dich mit dem Team. Einmal absahen, Tötungsauftrag und den Müll rausbringen. Die drei Sachen habe ich ja bekommen. Von den drei verschiedenen Fraktionen. Wie finde ich denn raus, welche von welcher war? Ich möchte gerne die von den Jüngern machen. Und dann auch nur die von den Jüngern. Triff dich mit der Bande. Sprich mit Fridge. Erobere in Außenposten. Okay, dann werde ich mal mit den Spacken hier reden. Dixie und so. Wo sind die denn? Jetzt ist wahrscheinlich auf der Karte übelst was los, ne? Weil ich hier so viel angemacht habe. Oder soll ich denn doch erstmal die Habologen machen? Bevor ich hier rausgehe? Dass wir erstmal alles hier erkunden und dann... Nee, komm, erstmal holen wir einen Außenposten. Ich spreche erstmal mit Mason. So, Mason ist... eigentlich irgendwo hier hinten. Ich finde ein bisschen komisch, dass... Mason hat die letzten Alpha-Tiere, Tieren und Federn. Ach, ihr seid doch die Rudelleute? Dann sind die Rudelleute doch nicht die ganz Kranken, oder? Dann sind ja die Rudel sind die Bunten. Wer waren denn dann die ganz kranken Typen, die alles töten? Ich dachte, das wäre das Rudel gewesen. Egal, ich schließe mich jetzt dem Rudel an, mir egal. Rudel, das wird meine Fraktion, dann sind das halt hier die verrückten Bunten. Dachte, wir müssten dir zeigen, wo es lang geht. Du hast es Boss, lass uns plaudern. Schenk meint, du brauchst vielleicht Hilfe beim Vertreiben der Typen aus unseren neuen Buden. Tja, heute ist dein Glückstag. Warte, bis du siehst, was ich habe. Hab ein paar Spielzeuge bei Unternehmerleichen in irgendeiner Nebenstraße gefunden. Keine Ahnung, warum die gestorben sind. Wirklich schade. Hab sie zerlegt und aus den Teilen was anderes gebaut. Sollte eigentlich nur ein Spielzeug für meine Haustiere werden. Ist dafür aber viel zu nützlich. Biester finden die Teile unwiderstehlich. Wirf sie auf den Boden und alles Hungrige in der Nähe kommt angerannt, um jeden in Stücke zu reißen. Aber halt einen Sicherheitsabstand ein, weil... Naja, das Ding läuft aus. Ein bisschen. Du willst ja nicht selbst verspeist werden. Ach, und noch was. Hier, damit kannst du noch mehr davon herstellen. Guck nicht so überrascht. Wir sind nicht alle blöd. Ein Beutel mit Tierteilen. Da hat man mir schon Schlimmeres gegeben. Danke, Mason. Gerne doch. Und wenn du das einsetzt, um neue Gebiete zu beanspruchen, vergiss uns nicht, okay? Ja, ihr werdet meine Fraktion. Der Zoo macht viel Arbeit. Jeder trägt seinen Teil bei. Oder zumindest habe ich die Rudelleute mit bei der einen Aktion. Ich weiß nicht, ob ich das dann trotzdem für jemand anderen beanspruchen kann. Sind das dann die Jünger, die ganz Kranken? Ach, ich weiß es nicht mehr. Die einen schlitzen auf jeden Fall alles auf und wollen alles töten. Das sind eigentlich die, denen ich mich anschließen wollte. Beziehungsweise die zu der starken Fraktion zu machen. Ach, guck mal, da sehen wir alle Nuka-Colas, die es gibt. Mir gefällt jetzt die optisch die klassische am besten, unten rechts.
Nuka-Cola Dark hat so ein bisschen was von Afri-Cola. Und die oben links sieht ganz cool aus, die goldene. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Boah, jetzt habe ich aber einen langen Ladebildschirm. Hatte ich lange nicht mehr so einen langen, also Ladebildschirm. Die sind nämlich eigentlich recht kurz geworden in letzter Zeit. Was ist da los? Hat das was damit zu tun, dass ich öfter mal geladen habe in letzter Zeit? Andere Spielstände oder so? Ja, auf jeden Fall haben wir gerade eine tolle Waffe bekommen, mit der wir jetzt wie so Signalgranaten schießen können. Die Feuerprobe könnten wir eigentlich auch noch machen. Wenn wir mit Fridge sprechen. Das wird aber wahrscheinlich auch wieder so ein blöder, wiederholbarer Scheiß sein. Ihr habt mir übrigens gesagt, dass man hier für die Bonks, die man hier einlösen kann, dass man da auch Rare-Waffen bekommt. Habe ich das letztes Mal übersehen oder war die Rare-Waffe einfach nur scheiße? Weil mir ist jetzt keine Rare-Waffe in Erinnerung geblieben. Dass es da was geben würde, was interessant ist. Du hast mich gesucht? Du hast doch den Alarm gehört, oder? Jemand hat die Feuerprobe betreten. Scheint ziemlich zäh zu sein. Wie es weitergeht, hängt von dir ab. Du kannst ihn in der Arena stellen, oder ich sorge dafür, dass die kleine Ratte das Labyrinth nie verlassen wird. Ich habe eigentlich keine Lust, gegen ihn anzutreten, aber was heißt denn befreien? Es wird keinen Kampf geben. Freilassen. Scheiße, im Ernst? Naja, du bist der Boss, aber enttäuscht bin ich schon. Oh, fehlgeschlagen. Okay. Schade, ich wollte eigentlich... Oh nein, ich wollte keine neuen Münzen. Wo ist denn der Automat, wo ich das einlösen kann? Ich wusste jetzt nicht, dass die Quest fehlschlägt. Verdammt. Ja, wo ist denn das Preisausgabesystem, du Arsch? Hier unten, genau. Ich wollte mal gucken, wie viele Marken ich inzwischen habe. Geht das wieder nicht, weil ich in der Power-Rüstung bin? Oh. Schaue ich hier nochmal kurz nach. Also ihr habt mir gesagt, es gibt hier Rare-Waffen. Oder nicht hier, ihr habt gesagt, es gibt für diese Marken Rare-Waffen. Tickets ausgeben. So, Preiskategorie 5. Chinesisches Offiziersschwert. Ist das gemeint? Meint ihr das damit? Ein Laser für 15.000? Ja, ich habe 36 Tickets? Ach, wartet mal, ich muss erstmal die Tickets einlösen wahrscheinlich. Hier, Tickets einlösen. Ja, ich möchte alle einlösen. 2.000 habe ich nur. Das ist voll wenig. Habe ich nicht voll viele von diesen Tickets gesammelt? Ich hätte jetzt gesagt, ich hätte voll viele davon gesammelt. Die waren doch auf diesen Rollen, waren doch alleine bestimmt 4.000, 5.000 drauf, die ich gesammelt habe, oder? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es dafür auch ein Achievement, wenn man hier 100.000 Tickets ausgibt. Oh, das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Ich habe jetzt gerade mal 6.000 Tickets oder so gehabt gerade. Beziehungsweise, ja, ein paar Tausend ausgegeben. Und mit denen, die ich jetzt noch hatte, hatte ich jetzt noch ein paar Tausend. Oh je, das heißt, ich werde noch jede Menge schießen müssen hier in der Nuka-Cade. Aber das werde ich auf jeden Fall nicht aufzeichnen, wenn ich da eine halbe Stunde rumballer. Oh, die Zeit ist schon wieder rum, sehe ich gerade. Leute, die Zeit vergeht so schnell. Das heißt, das wird es wohl gewesen sein für diese Episode. Ja, sorry, dass ich da die Feuerprobe abgebrochen habe, aber ich hoffe einfach mal, dass es eine wiederholbare Quest war und die eh bald wieder auftaucht. Wenn nicht, dann hätte ich jetzt ein bisschen was verpasst. Ansonsten mache ich die dann einfach beim nächsten Mal, wenn sie nächstes Mal kommt. Ich denke aber mal schwer davon aus, dass es wiederholbar ist. Sonst hätte ich nicht die Wahl gehabt, ob ich die mache oder nicht. So, dann würde ich jetzt schon mal auf den Weg gehen hier Richtung Dixie. Mit der könnten wir eigentlich noch sprechen. Komm, mit der sprechen wir noch. Ah, dann überziehen wir halt ein bisschen, aber ich habe da jetzt noch Lust drauf.
mit der zumindest zu sprechen, denn dann sind wir, glaube ich, startklar, rein theoretisch zumindest, um ins Commonwealth zu ziehen und dort mal für Unruhe zu sorgen, statt für Ruhe. Würde nicht schaden, uns ein bisschen zu bevorzugen. Genau, die Jünger sind das, die hier so krank sind. Außerdem sind es Frauen. Ich wäre der einzige Mann, der sich unter Frauen rumtummelt und wer möchte das nicht gerne. Auch wenn sie irgendwie ziemlich krank sind alle. Aber es sind immerhin Frauen. Man darf da nicht wählerisch sein hier, wenn die Apokalypse so langsam, glaube ich, dass du uns nicht besonders magst. Voranschreitet. Die Apokalypse voranschreitet? Voranschreiten tut sie eigentlich nicht. Sie ist schon längst geschehen. So, wie komme ich jetzt da hoch? Hier. Also, das sind auf jeden Fall alles Frauen, die Jünger. Das heißt, falls es irgendwie geht, werde ich mich den Jüngern anschließen. Hey, Boss. Hab mich gefragt, wann du mal vorbeikommst. Hab gehört, du sammelst Spielzeuge, um neue Reviere für uns zu markieren. Also, unser Zeug ist ohne Zweifel das Beste, was dir jemals unter die Augen gekommen ist. Klar. Es basiert auf beschissener Unternehmertech. Aber mit richtiger Feinabstimmung und Liebe kriegt man da einiges hin. Sagen wir es so, die Fieberblüten sind starker Tobak. Vermisch sie mit den richtigen Zutaten, dann drehen die Leute vollkommen durch. Perfekt, um Siedler davon zu überzeugen, sich gegenseitig auseinanderzunehmen. Dann sollen die mal ein bisschen rumspielen. Mir gefällt deine Denkweise, Boss. Ich wünschte nur, ich könnte selbst dabei sein. Na, die ganzen kranken Spacken hier. Eigentlich würde ich sie alle am liebsten töten. Aber Nuka World will es nicht so. Ich will euch ja zeigen, was zu sehen ist und es geht nun mal nicht anders. Gut, liebe Leute, das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein für diese Episode. In der nächsten Episode werden wir dann vielleicht ins Commonwealth ziehen. Das muss ich mal schauen. Vielleicht werden wir aber auch hier erstmal die restliche Welt erkunden, denn so viel ist das, glaube ich, nicht mehr. Die Habologen und so müssen wir noch sprechen. Mal schauen. Liebe Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent.